Eine Stufe schwieriger als Aufgabe 66 ist nun diese Aufgabe hier. Wir haben es mit zwei quadratischen Scheiben zu tun, die aus verschiedenen Materialien bestehen, also verschiedene E-Moduli und verschiedene Querkontraktionszahlen aufweisen. Im unbelasteten Zustand haben beide Scheiben die Seitenlänge A. Sie werden in einen starren Sockel eingepresst, dessen Öffnung Länge L kleiner ist als zweimal die Seitenlänge A der Scheiben. Nach dem Einpressvorgang wollen wir dann ermitteln, welche Spannungen sich einstellen und wie sich die Seitenlängen verändern. Die Annahme dabei ist, dass die Scheiben an den Rändern im Sockel reibungsfrei gleiten können. Also wir haben ein elastisches Problem wiederum. Im Prinzip so wie bei dem vorherigen Beispiel 66, wenn Sie sich erinnern, das war diese Platte, die zusammengepresst worden ist von oben und unten. Ist ein bisschen schwieriger, ist eine langwierigere Rechnung, aber da steckt so ziemlich alles drin, was man für elastisches Verhalten für die Berechnung braucht. Also wir haben zwei Scheiben, verschiedene Materialien, die haben eine gewisse Seitenlänge im Ausgangszustand und werden in so einen Sockel eingepresst. Und die Öffnung von dem Sockel, klein l, ist kleiner als die Summe der Seitenlängen A von diesen beiden Quadern, oder Scheiben, die es da einpressen. Dadurch entsteht natürlich gewisse Spannung auf die Seitenflächen und man soll jetzt ausrechnen, was da alles elastisch passiert, unter der Annahme, dass E1 unterschiedlich E2 und Nü1 unterschiedlich Nü2 ist. Und Reibungsfreiheit gilt rundherum, sodass man keine Kräfte in der Ebene kriegen, wo die Wand liegt. Also nur normal drauf, sprich nur Normalspannung von der Wand. Ja. Schauen wir uns vielleicht kurz den Zustand nach dem Einpressen an. Wenn das die Wand ist, dann mache ich die Scheiben in anderen Farben. Die hat E1, Nü1, E2, Nü2. Und was ist dann, was passiert an der Wand, wenn man das Ganze reindrückt? Also wenn man sich quasi die Wand wegdenkt und nur die Scheiben anschaut, was wird dann passieren? Eine Spannung, ja, wird irgendwie entstehen. Sigma X1 auf die erste Scheibe und Sigma X2 auf die zweite. Und sonst, wie ist denn überhaupt die Vorgehensweise? Randbedingungen aufstellen, ja? Genau, was sind die Randbedingungen da zum Beispiel? Was kann man sich vorstellen? Sigma Z ist irgendwie so, ja, ist die Frage, wie man Z und Y definiert. Ich habe jetzt, da ist kein Koordinatensystem drinnen, ich habe das Y nach oben und das X nach rechts, aber trotzdem Z und Y bleibt 0, weil vorne ist auch frei, insofern ist auch Z 0 und Y. Freie Ränder können natürlich keine Spannungen haben, die dehnen sich einfach aus. Gibt es ja nichts, was dagegen hält, deswegen gibt es dort keine Spannung. Und das Sigma X1 und Sigma X2, was ist mit denen? Die sind gleich groß, ja. Das nenne ich gleich Sigma X. Da sparen wir uns das 1 und 2. Gut, also es ist sozusagen ein ebener Spannungszustand. Vorn und hinten frei, beziehungsweise Scheiben, dünne Scheiben könnte man auch hinschreiben, dann ist es sowieso gleich ein ebener Spannungszustand. Dann schreiben wir das Hooke'sche Gesetz einfach auf, oder? Für beide Scheiben getrennt, für die Scheibe, oder ja, ich schreibe es für die Richtungen und Scheiben so auf, dass die Richtungen jeweils zusammenpassen, also beieinander stehen. Für die Scheibe 1, Hooke'sches Gesetz haben wir gerade gehabt im Quiz, Epsilon X1 muss sein 1 durch E-Modul, isotrop, mal Sigma X,
minus die Querspannungen, also Querkontraktionszahl, Klammer Sigma Y plus Sigma Z. Und für die Scheibe 2 genau analog, wobei wir da 1 und 2 draus machen müssen beim E-Modul, die sind ja unterschiedlich. Sigma X ist aber gleich, haben wir gerade festgestellt. Das Alpha T, Delta T schreibe ich gar nicht hin, weil Temperaturänderung sowieso 0 ist. Aber es ist auch Sigma Y, Sigma Z 0, also wird das wesentlich einfacher, nämlich nur 1 durch E1 Sigma X und 1 durch E2 Sigma X. Daran sieht man aber schon, dass das Epsilon X1 und X2 sich unterscheiden werden, wenn E1 und E2 unterschiedlich sind, klar. Und in die Y-Richtung kann man das Gleiche hinschreiben, also das Analoge eigentlich. Wieder Scheibe 1 in Y-Richtung, Epsilon Y1, schreiben wir wieder das Volle hin. Ist natürlich Sigma Y minus Nü, Sigma X, Sigma Z. Wenn es Y und Z wieder 0 setzen, dann kommt da raus, das ist minus Nü durch E1 Sigma X. Und gleich für die zweite Scheibe. Durch E2 Sigma Y Nü Sigma X Sigma Z ist dann minus Nü durch E2 wieder Sigma X. Und auch bei den Nüs sollten wir eigentlich die Indizes hinschreiben, weil die ja auch unterschiedlich sind. Jetzt kommt der spannendere Teil. Wir möchten ja gerne die Längenänderungen ausrechnen. Und wie hängen jetzt die Längenänderungen mit den Verzerrungen wieder zusammen? Dazu gibt es noch einmal eine Skizze, nämlich die Scheiben im ungedehnten, unbelasteten Zustand und dann drüber gezeichnet im belasteten Zustand, aber übertrieben, nämlich so irgendwie. Wenn Sie es belastet haben, wenn die Querkontraktionszahl anders ist und der E-Modul anders ist, wird sie sich weniger weit oder weiter, je nachdem, welches Sie anschauen, ausdehnen in die Querrichtung, aber auch weniger oder mehr zusammendrücken in die normalen Richtung, in die Längsrichtung. Jetzt schreiben wir nur noch her, was da die Abmessungen sind. Das ist natürlich A im unbelasteten Zustand, das ist auch A, das ist auch A und hier, das ist X-Richtung, also U, Delta U2, Verschiebung in X-Richtung. Das ist Delta V2, Y-Richtung haben wir das vorher bezeichnet gehabt. Das ist Delta V1 und das wieder so rein. Das ist Delta U1. Und wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem, was da oben steht, am Satz von Gleichungen und diesen Delta U's und Delta V's, Dehnungen und Längenänderungen, schreibe ich. Na, fangen wir beim ersten an, das Epsilon X1. Wie kann man das darstellen mit dieser Skizze, die ich da hinzeichnet habe? Ja, X ist so, genau, U. Also X ist so und Y ist nach oben. Da habe ich jetzt keinen Platz zum Hinzeichnen. Ja, das ist Delta U1 durch die Ausgangslänge A, ja, genau. Und analog für die anderen, das Epsilon Y1
muss dann Delta V1 zu A sein und X2 ist Delta U2 zu A, Y2 Delta V2 zu A. Dann haben wir den Zusammenhang. Aber reicht das jetzt? Was braucht man noch? Es muss reinpassen in die Öffnung. Das ist die kinematische Verträglichkeit. Die Öffnung selbst, in die es eingepresst wird, ist ja starr, ideal starr. Damit kann sich das L nicht ändern und damit muss das auch alles da reinpassen, anders geht es nicht. Das heißt, A plus die Änderung in A in Richtung X vom ersten plus A plus die Änderung in X vom zweiten Körper muss insgesamt wieder die Gesamtlänge ergeben. Sonst geht sich das nicht aus. Das ist unsere kinematische Bedingung. Und in die kann man jetzt die Zusammenhänge einsetzen für Epsilon X1, X2, Y1, Y2. Dann hat man hier A plus, formen wir es gleich direkt um, Epsilon X1 mal A plus A plus Epsilon X2 mal A ist gleich L. Das heißt, Epsilon X1, das schreibe ich jetzt als Nebenrechnung her, war ja von oben 1 durch E1 Sigma X und Epsilon X2 1 durch E2 Sigma X. Das heißt, wir kriegen den Zusammenhang, ja, schreiben wir ihn einmal so auf, 1 durch E1 Sigma X mal A plus 1 durch E2 Sigma X mal A ist wiederum L. Allerdings diese beiden A's habe ich da nicht drinnen, die habe ich gleich nach rechts gebracht, minus 2a. Und dann kann man natürlich noch rausheben, dass Sigma x mal a, Klammer 1 durch e1 plus 1 durch e2 gleich L minus 2a ist. Das bringe ich aber gleich auf die andere Seite rüber. Also ist Sigma x L minus 2a durch a mal 1 durch E1 plus 1 durch E2, das heißt auf gleichen Nenner gebracht E1 mal E2 durch E1 plus E2. Das ist einmal die Spannung in X-Richtung. Und da kann man jetzt auf Plausibilität ein bisschen überprüfen, nämlich die Angabe war ja, L ist kleiner 2a. Wenn L kleiner ist als 2a, ist L minus 2a was? Kleiner 0, ja? Und dann ist Sigma x auch kleiner 0. Was heißt Sigma x ist kleiner 0? Druckspannung. Ja? Erwarten Sie eine Druckspannung bei dem Problem? Ja, würde ich auch sagen. Wenn Sie es einpressen, wird es eine Druckspannung geben. Wo soll ja Zugspannung herkommen? Es wird ja reingedrückt. Ja, also das passt. So kann man überprüfen, ob das Ergebnis, das man da rauskriegt, plausibel ist. Und die Änderung der Seitenlänge, die setzen wir einfach oben ein. Delta U1 ist ja Epsilon x1 mal a, Epsilon x1 ist aber Sigma x durch e1 mal a, Sigma x kennen wir, Sigma x setzen wir ein, da kürzt sich alles Mögliche raus. Ich schreibe Ihnen nur das Endergebnis hin, Delta u1 ist dann L minus 2a, vom Sigma x bleibt es über, ein e kürzt sich raus, nämlich das e1, dann bleibt e2 durch e1 plus e2 übrig. Das ist die Längenänderung Delta U1.
Wenn Sie da jetzt wieder das Gleiche machen, sehen Sie, Delta U1 ist kleiner 0. Es wird also auch zusammengedruckt. Es wird verkürzt. Passt. Und das Gleiche fürs Delta U2. Und im Endeffekt auch für die Querdehnungen. Delta U2 wird sinngemäß, wenn Sie das alles so einsetzen, wie da oben. Wieder L-2a. Kann man sich eh vorstellen, was sie ändert. Es steht das E1 da oben statt dem E2. Auch das ist wieder eine Verkürzung. Passt. Und das Delta V, da wird man wahrscheinlich eine Verlängerung erwarten für die Querdehnungen bzw. Verlängerung in Querrichtung. Epsilon Y1 sieht man sofort, wenn man die erste Formel hernimmt, die man hingeschrieben haben, nämlich E1 durch E1 Nü 1 Sigma X ist Sigma X eingesetzt, dann als Negative von sowas wieder beim U1 und U2 gestanden ist, nämlich ein Minus, das haben wir L-2a mal Nü 1 E2 durch E1 plus E2. Damit ist mir das alles wieder gilt, dass nämlich L-2a negativ ist, ist das positiv, also ist es eine Verlängerung, passt da. Na, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie was vergessen, gell? Also übersehen, dass ich da schon, das stimmt natürlich nicht, das ist Delta V1, nicht Epsilon Y1, ist schon eingesetzt von oben, so muss es sein, also das stimmt schon da. Aber dann setzen Sie ein fürs Epsilon Y1, das von oben den Zusammenhang Delta V1 durch A und dann formen Sie um auf Delta V1. Das habe ich da jetzt übersprungen, deswegen bin ich selber verwirrt gewesen. Das muss größer sein als 0 wegen dem Minus da. Das ist also eine Verlängerung. Und analog fürs Delta V2. Kommt auch Verlängerung raus, sinnvollerweise, nur halt ein anderer Zahlenwert.